Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man mit Hilfe von jQuery mit einem Server kommuniziert und dann diese Daten, die der Server zurückgibt, in eine HTML-Seite anzeigt. Ich habe hier mal eine HTML-Seite gebaut, die besteht aus einer Highscore-Liste und diese enthält hier in dem Fall nur drei Personen mit ihren jeweiligen Punkten. Und das Ganze ist auch soweit responsive und ich möchte mal erklären, wie das funktioniert. Der Server, der hier über eine URL angesprochen wird, gibt ein sogenanntes JSON-Dokument zurück. Das besteht aus einem Array, hier sind die eckigen Klammern, die ein Array beschreiben. Und in diesem Array gibt es sogenannte JSON-Objekte. Ein JSON-Objekt sieht man immer daran, dass es mit einer geschweiften Klammer anfängt und mit einer geschweiften Klammer aufhört. Und die werden dort eben mit einem Komma separiert. Und diese Objekte tragen sogenannte Parameter-Wert-Kombinationen, die wiederum durch ein Komma getrennt sind. In dem Fall ist der Name hier der Parametername, Points ist auch ein Parametername, Anna ist der Parameterwert zum Parametername und 60 ist der Parameterwert zum Parameter Points. Und das haben wir dann eben auch für den Torben. Beim Torben ist es genauso, da haben wir 50 Punkte und bei der Sophie haben wir 40 Punkte. Und dieses JSON-Dokument, das ist so stark strukturiert, dass eine Maschine damit etwas anfangen kann und zum Beispiel das hier in eine Tabelle umsetzen kann, die ich theoretisch auch noch beliebig visuell gestalten könnte. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie dieses funktioniert auf der HTML- und JavaScript-Seite. Schauen wir erstmal in den HTML-Code. Ich habe hier eine HTML-Datei. Diese hat hier oben ihren Head, ihren Kopf. Dort habe ich ein Skript definiert. Dieses Skript gucken wir uns danach an. Das baut die Tabelle auf. Außerdem habe ich noch eine andere Skriptdatei, ein JavaScript, mit hier einbezogen. Das ist jQuery. jQuery ist ein Framework, was für uns die Kommunikation mit dem Server sehr, sehr komfortabel gestalten. Hier habe ich auch ein paar CSS-Style-Angaben gemacht, zum Beispiel, dass die Tabelle über die ganze Seite gehen soll und dass die einzelnen Spalten 50% breit sind und den Text in die Mitte packen sollen. Im Body meiner HTML-Datei habe ich dann die Tabelle. Diese hat den Namen ScoreTable und würde nicht das JavaScript, was ich hier oben unter Script Server Request ausführe, die Tabelle füllen, dann sieht man hier, dass die einfach komplett leer wäre. Und das bedeutet, dass eigentlich die ganze Magie in der JavaScript-Datei stattfindet. Da schauen wir jetzt mal rein. Die JavaScript-Datei definiert erstmal, was passiert, nachdem die HTML-Seite fertig geladen wurde. Und dafür gibt es hier die OnLoadEvent-Methode. Und da sage ich, bitte ruf doch mal mit Hilfe der GetJSON-Funktion diese URL auf. Und da kommt ja, wie wir wissen, ein JSON-Dokument zurück. Und wenn du das erfolgreich erhältst, dieses JSON-Dokument, dann im Erfolgsfall rufe bitte die Receive-Funktion auf. Die Receive-Funktion, die ist dann hier unten definiert. Und sie erhält drei Eingabeparameter. Das ist unser JSON-Objekt, unser JSON-Dokument, was da reinkommt. Dann haben wir hier einen Statustext, der sowas sagt wie okay oder falls es Probleme gab, wird man die auch finden. Und die, ich sag mal, Metadaten, die kann man über den dritten Parameter auslesen, den wir aber eigentlich hier nicht benötigen. So, in dem Body dieser Receive-Funktion wird jetzt erstmal die Tabelle adressiert in einer Variable Table mit Hilfe der Document.getElementById-Methode. Kann ich also nach dem HTML-Tag suchen, der ScoreTable heißt. In der HTML-Datei hatte ich ja gesagt, dass die Tabelle den Namen, die ID ScoreTable tragen soll. So, dann kann ich hier mit
der Eigenschaft inner HTML beliebig in diese Tabelle reinschreiben und dort den Kindinhalt setzen. Das heißt, ich überschreibe alles, was da also vorher drin war, mit erstmal meiner Kopfzeile. Da sage ich einfach hier, trage bitte Name und Points im Kopf der Tabelle ein. So, dann werde ich eine Vorschleife hier aufrufen in der Zeile 12. Die geht so oft in den Body, wie ich JSON-Objekte in dem JSON-Array habe. Das JSON-Array, dieses JSON-Dokument, das wurde uns ja übergeben in der Variable Data. So, und jetzt hole ich mir immer das ite-JSON-Objekt raus. Ich hole mir dann den Namen aus diesem JSON-Objekt heraus und auch die Punkte. Dann erzeuge ich mit document.createElement eine neue Tabellenzeile. Und diese Tabellenzeile wird dann gefüllt mit meinen beiden Spalten. Das ist einmal die Spalte, die dann den Namen enthält. Also ich habe hier die HTML-Tags für mach eine neue Spalte. Dann sage ich, füge in dieser Spalte den Namen ein. Und danach folgt die nächste Spalte, in der dann die Punkte eingefügt werden. Ganz zum Schluss wird meine neue Zeile der Tabelle mit Append Child hinzugefügt. Und das ist eigentlich die ganze Magie. Wenn ich jetzt die Webseite neu starte, dann wird, wenn die HTML-Teil fertig geladen ist, mit dem Server kommuniziert, es wird ein JSON-Objekt zurückerhalten. Das können wir auch direkt mal sehen, wenn wir uns mit dem Firebug mal angucken, was wir so kommunizieren. Und hier holen wir zuerst mal unser jQuery JavaScript rein und dann rufen wir hier den Server auf und da kriegen wir ja unser JSON-Objekt zurück. Dieses wird ja dann von unserer Methode bearbeitet und in eine Tabelle umgewandelt. Vielen Dank fürs Zuhören.